So. Ich werde mal da oben filmen, da ist der Kali Böck von Bleiburg. Ich habe ihn nicht näher gekannt, komischerweise, aber ist natürlich. Ist wie bei den Eishackler ohne Dress. Können wir heute noch 90% nicht und am Eishack kennen wir sie alle. Komischerweise ist jetzt die Kamera so noch rechts. Seitdem du noch oben bist, muss ich wieder neu einstellen. Ja, Rüdiger, wir sind live. Wir sind heute in St. Michael auf Bleiburg zum Kärntner Liga Krocher zwischen den zwei Absteiger, SK St. Michael auf Bleiburg und dem Kärntner Meister SV Delach Geil. Da werden wir sicher heute noch drüber reden, warum auch Delach Geil absteigen muss. Auf jeden Fall sind wir da auf einer wunderschönen Anlage mit einem richtig grünen Rosen. Und der Hauptsponsor von St. Michael Bleiburg ist ja die Bauunternehmung Granit aus Graz. Ganz eine tolle Firma. Der Obmann, der Alex Suschnick, ist wirklich die gute Seele des Vereins. Seit 2017 ist er wieder da. Und wir bedanken uns auch bei der Firma Unimont Personalleasing, die ja das heutige das Spiel gesponsert haben. Ja, und ja. Du bist natürlich da der Chef in Klagenfurt. Du weißt natürlich auch, was da zahlen über die Firma. Ja, es ist eigentlich natürlich die beste Personalleasing-Firma, die es gibt, sagen halt die Arbeiter. Aber ich bin nicht der Chef von Klagenfurt, das ist der Hartmann Freidhofer, das soll auch so sein. Aber wir wollen heute nicht so viel über Unimont reden, nur solltet ihr auf Arbeitssuche sein. Im handwerklichen Bereich, im Bau- und Baunebenbereich könnt ihr euch jederzeit melden. Am besten bei mir 0699 166 99 710. Wahnsinn, du bist einer der wenigen, der seine Telefonnummer auswählt, wenn ich weiß. Achso, du hast sie da oben gelesen. Natürlich, wer wird das wissen? Nein, wir freuen uns heute auf das Spiel. Der Ernstl hat ganz richtig gesagt, es ist ein Absteigerduell, obwohl der letzte gegen den ersten spielt, weil Delach Geil wird ja nicht in die Regionalliga aufsteigen und die Statuten sind so. Das heißt Abstieg. Das heißt, wir werden nächstes Jahr in der Unterliga West die Himmelstürmer aus Delach Geil bewundern können. Und weil viele gedacht haben, die Mannschaft wird auseinanderfallen, wird sie nicht. Es sind nur zwei Abgänge, glaube ich. Ne? Vier. Vier. Okay. Salvodelli, Huber, Karps, der Torhüter und der Scher. Leider einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ist ja derzeit auch verletzt. Aber der Goalie, der Jakob Karps und der Herr Scher, die gehen nach Spital, dem Absteiger aus der Regionalliga. Wobei das ja jetzt kann man das ja überstrapazieren, ist ja noch nicht ganz fix, dass Delach jetzt wirklich nicht aufsteigt. Nein, sie haben das Schreiben noch nicht abgegeben, wurden auch dafür schon von diversen Medien sehr gerügt. Nur der Marco Lengler hat gesagt, sie haben ja noch eine Sitzung das Wochenende auf der Betzen. Sie haben noch eine Klausur, ja. Eine Klausur. Genau. Aber im Endeffekt ist es so, zu 99,99% wird Delach Geil nicht aufsteigen. Und der Marco Lengler ist eigentlich der Meinung wie ich, der fordert da so ein Lizenzierungsverfahren. Vor der Saison sollen alle Mannschaften bekannt geben, wer aufsteigen will und wer nicht und wer dann der Beste von diesen Mannschaften ist und auch die Voraussetzungen, Infrastrukturen so erfüllt, der soll aufsteigen. Da wurde, ich glaube, für das nächste Jahr wurde ja etwas auch geändert, was ich so mitkriege. Wurde geändert, da gibt's ja keine Pflicht mehr aufzusteigen, was ich gehört habe. Ja, aber wer steigt dann aus Kärnten auf? Ich meine, die Amateure des WRC haben ja eine sensationelle Saison gespielt, sind Vierter. Treibach scheint es geschafft zu haben durch das sensationelle Spiel gestern gegen Karlsdorf, glaube ich. Ja. Wo sie 0 zu 0 hinten waren, 1-0 in Führung, dann 1-2 hinten. Aber wohl einer der besten Spieler der Liga, aber zumindest Stürmer, der Kevin Verschauner,
hat das Spiel im Alleingang gedreht, Treibach also gewonnen, also zwei Mannschaften haben wir ziemlich sicher. Und dann, wer könnte aufsteigen, Jensl? Ich glaube, SAK ist nicht so abgeneigt. Ja, hat man gehört, obwohl sie am Anfang gesagt haben, nein, nur wenn wir uns qualifizieren als Meister, nehmen wir das wahr. Aber man hat jetzt schon wieder gehört, der Marco Wieser, glaube ich, hat gesagt, er würde diese Option ziehen. Aber es ist ja nichts entschieden. Eben, und da kommt hinterher hinzu, am 24. Juni ist erst die Regionalliga-Sitzung, da werden wir dann erst Endgültiges wissen. Ist natürlich auch völlig kontraproduktiv, aber schauen wir einfach mal. Wir haben euch übrigens jetzt, also heute haben wir St. Michael gegen De La Geyl, dann Mittwoch dürfen wir euch ASK gegen Atlas Verlach, das wird ganz eine heiße Partie, weil da wird es wahrscheinlich noch um einen ÖFB-Cup-Platz gehen. Und apropos ÖFB Cup, nächsten Sonntag dann das Finale des Villacher Kärnten Cups, Rückspiel zwischen Köttmannsdorf und Gmünd. Im Hinspiel ja die Köttmannsdorfer mit 2:1 gewonnen. Zwei Tore Nace Erschen, wer sonst, muss man eigentlich jetzt schon sagen, bei Köttmannsdorf. Bei Gmünd hat natürlich wer getroffen, Ernstl? Wahrscheinlich da Andreas Allmeier. Das ist richtig. Der die Gmünder ja verlassen wird. Ja, und auch ein Elfer wurde gehalten von Köttmannsdorf. Also der Kars ist noch lange nicht gegessen. Wir freuen uns nächsten Sonntag auf diese Übertragung. Und eben am Mittwoch vor dem Feiertag sind wir in Klagenfurt bei ASK gegen Atlas Verlach. ASK hat ja gestern ein bisschen runtergeladen. Die waren in Gmünd, halt in Lendorf, 2-0 vorn und haben dann noch verloren gegen eine Truppe, wo 5 16-Jährige, was ein Traum ist, zum Einsatz gekommen sind. Aber sollte man als gestandene Ligamannschaft nicht verlieren. Es sei denn, die 16-Jährigen heißen Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Modric und Benzema. So heißen sie definitiv nicht. Hier wird es gleich losgehen, weil die Schiedsrichter, das sind der Bernhard Greinz und an den Linien assistieren Martin Begusch und Dragan Jovanovic. Die sind schon bereit und Mannschaften kommen also gleich aufs Feld. Schauen wir uns einmal die Aufstellung der beiden Teams an. Im Tor bei den Gästen beim Meister Jakob Karpf, der wechselt ja nach Spital. Ganz interessant, die Nummer 5, Kyrilo Ptakin, ist das erste Spiel. Für De La Geyl ist ein ukrainischer Flüchtling, zu dem habe ich dann noch vielleicht was zum Erzählen. Dann die Nummer 6, Simon Hohenwarter, die Nummer 7, Benedikt Kaltenhofer, die Nummer 8, Silvio Mandl, dann die Nummer 10, Mr. 40 Tore, Samir Nuchanovic, die Nummer 13, Gabriel Umfahrer, das Urgestein im Dress von De La Geyl. Dann haben wir den Philipp Kofler mit der 19, Fabio Reveland mit der 76, Armin Lulic mit der 77 und Christopher Schaller mit der 87. Ersatzspieler sind Thomas Leuk, Lukas Sandner mit der 86, Dylan Ivanovic mit der 98. Trainer ist zum vorletzten Mal heute Philipp Dabringer. Der nimmt sich dann eine Auszeit, wird also kein neues Traineramt einmal übernehmen. Und Werner Unterassinger ist der Sektionsleiter. Zur Aufstellung der Heimelf, die ja seit 6.6. einen neuen Trainer hat. Statt Flo Oberrieser, jetzt Horst Scheucher an der Linie. Sektionsleiter ist der Engelbert Zadiak und Ordnerobmann ist der Willi Berchtold, damit wir die auch einmal erwähnen. Im Tor Lukas Maciek, Nummer 4 Thomas Friens, Nummer 5 Sebastian Wisocznik, Nummer 6 Samuel Hoffmann, Nummer 7 Matthias Müller, Nummer 8 Sieger Roche, Nummer 11 Arnold Groß, Nummer 13 Benjamin Opietnik. Dann haben wir das Um und Auf in der Mannschaft von St. Michael, den Samo Olip. Dann haben wir mit der Nummer 15 Oliver Unterburzacher und die Nummer 29 Philippa Heunig. Ersatztorhüter ist Matthias Raspotnik, die Nummer 2 Stefan Jelen, Daniel Milac mit der 9 und Arma Joldic sind die restlichen Spieler auf der Ersatzbank. Schau, der Philipp Dabringer hat sich umgezogen. Ja. Ja.
tolle Anlage hier, muss man sagen. Und heute gibt es ja hier noch ein Festel. Also wenn ihr in der Gegend seid und am Abend da Lust habt, mit Musik und netten Leuten zu feiern, dann kommt her hier noch Michael nach Blibakom, also St. Michael ob Bleiburg, und feiert ein bisschen mit den Jungs. Haben ja nächstes Jahr beide eine schwere Aufgabe. Dellach will natürlich sofort wieder auf. St. Michael auch am liebsten, aber sowohl die West als auch die Ost, die Unterligen, werden nächstes Jahr extrem stark sein im Westen, wenn es der VSV nicht schafft. Boah, die werden noch einmal Gas geben. Felden wird versuchen, für Max Sand einen entsprechenden Ersatz zu finden. Für einen Topstürmer werden sie auch schaffen, sage ich einmal. Und im Osten haben wir Eberstein, die wollen rauf, Grafenstein, Donau mit einem extrem starken Frühjahr auch da, und St. Michael will ja unbedingt unter die Top 5. Schauen wir mal, wie das dann hinhauen wird. Anki, Karten, die DLH, die spielen in den blauen Dressen in Halbzeit 1 von links nach rechts. Ptakin, da war er zum ersten Mal, der 16-jährige Bursche, der mit seiner Mutter aus der Ukraine geflüchtet ist. Er ja der Sohn eines Generals, und das ist angeblich ganz schlimm, wenn man mit einem hohen Militär verwandt ist. Die wurden dort unter Anführungszeichen besonders gesucht und verfolgt, und deswegen die Flucht von Kirillo Ptakin. Einwurf St. Michael, Samuel Hoffmann. Ja, haben wir noch was über den Timo Ulib zum Sagen? Er hat um Verlängerung gebeten, angeblich bei seiner Frau, dass er doch noch ein Jahr länger weitermachen kann, auch in der Unterliga, weil die Bleiburger fix abgestiegen sind. Zuerst hat es ja geheißen, nach der Europiada ist dann Schluss. Einige Spiele der Europiada werden ja hier in St. Michael stattfinden, und wir hoffen halt, dass die Freundin oder Frau vom Samu Ulib ihm noch einmal den Daumen nach oben zeigt und er die Mannschaft in der Unterliga anführen kann. Das musst du dir dann so vorstellen, so wie beim Cäsar früher. Weil du da vom Daumen ja, im sprichst. Circus Romanum, du meinst, ja, Daumen genau, hoch, Daumen genau. Runter, das hat schlimmere Konsequenzen gehabt. Ja. Im Zirkus St. Michael. Zirkus St. Michael. Ja, wenn man sich natürlich die Ausgangsposition anschaut, St. Michael, die schlechteste Heimmannschaft. Wir haben zu Hause gerade einmal 9 Pünktchen gemacht. 2 Siege, 3 Unentschieden, 11 Niederlagen. Und Dellach sowohl auswärts als auch zu Hause die Nummer 1 in der Kärntner Liga. Und gute Flanke war das. Erste gute Flanke von Silvio Mandl. Fehlen ja heute auch ein paar Spieler. Ralf Scheer hat sich ja schwer verletzt. In der Wiederholung diese. Aber der Torhüter ganz, ganz sicher hält den Ball. Und ich habe nur gemeint, immer wenn ich rechts runterfügen gehst. Gehe ein bisschen zurück, ja. Also Ralf Scheer fehlt verletzt, dann Janschke wieder einmal. Ihr könnt euch noch erinnern, die Geschichte mit dem, gegen den KAC war das. Genau. Als der Hubschrauber kommen musste und der Hubschrauber dann in die falsche Richtung geflogen ist und sehr lange gebraucht hat, nämlich nach Dellach ins Trautal ist der geflogen. Und jetzt hat es ihm auf der anderen Seite erwischt. Aber diesmal ist er dann gleich abtransportiert worden, diesmal aber nicht mit dem Hubschrauber. Aber ist auch was beim Spül passiert, oder? Ja, Riss des Syndesmosebandes, also wird auch das restliche Jahr fehlen, erst im Frühjahr wieder angreifen können. Ralf Scheer war ja im Knie alles kaputt, aber auch er aber ist ohne sich sicher. Fremdeinwirkung, hat er uns gesagt, einfach einen Schritt gemacht, den er schon 1000 Mal gemacht hat. Und ist passiert, also, aber wer den Ralf Scheer kennt und seine Einstellung, der weiß, der kommt stärker zurück. Dann fehlt natürlich Max Sebastian, den zwickt es ein bisschen im Oberschenkel, der Kapitän.
Dann fehlt Unterassinger, Huber ist gesperrt. Aber trotzdem noch eine Top-Mannschaft, die Delach da aufs Spielfeld schicken kann. Fußball ja in Österreich, jetzt wieder im Aufwind, auch die Nationalmannschaft kann wieder die Massen entzücken. Und wenn die Nationalmannschaft gut ist, bringt das auch immer mehr Leute auf den Fußballplatz. Das war immer so. Und das entwickelt sich ja in eine recht gute Richtung, oder? Wie hast du das gesehen jetzt in diesen drei Spielen, Ernstl? Ich habe nicht einziges gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe kein ORF da haben. Okay, gut, das kann ich gut nachvollziehen. Aber dürfte schon was weitergegangen sein, weil ja alle wieder die Mannschaft bis zum Weltmeistertitel oben, aber da ist der das Ralf ist, Wandrig davon sind wir noch weit jemand, entfernt. Der alle wieder zurückpfeift. Und mir gefällt auch dieser Trainer, das ist, ich glaube, jetzt der Erste, der wirklich mit einem Anspruch da angetreten ist, was bewegen zu wollen. Und ihm war auch nicht nach Feiern zumute gegen Frankreich. Das habe ich ja, dieses Interview habe ich gesehen und sowas gefällt mir. Ja, kann man nicht zufrieden sein, hat er gesagt, wenn man sich beim Gegentor so dumm anstellt. Und hat er ja nicht unrecht. Aber Remis gegen einen Weltmeister nehmen wir dann doch. Gut aufgepasst da von der Defensive der Delacher. Und schon geht es wieder in die andere Richtung. Achtung, Ball über uns. Ha, doch nicht zu uns. Ein Spiel hat es ja in dieser Saison schon gegeben, das ist relativ knapp ausgegangen. Aber die St. Michaela oder die Michaela oder wie sagt man? Die Michaela, sagen wir Michaela. Die Schmiela haben 1:0 geführt durch den Arnold Groß, aber dann. Aber dann ist die Maschine von Delach Gael richtig auf Touren gekommen. Zweimal Samir Nuhanovic, zweimal Max Sebastian, zweimal Lukas Sandner und einmal Krückic. Haben dann ein 7:1 herausgeschossen, hat aber auch einen Ausschluss gegeben. Beim Stand von 3:1. Gegen St. Michael also. Hier in St. Michael hat es überhaupt erst ein Spiel gegeben und das ist aber 2:2 ausgegangen und jetzt einmal gute Aktion da von Oliver Unterburzacher, aber der Schuss dann doch gar kein Problem für Jakob Kapf. Achte Minute, große Höhepunkte sind bis jetzt ausgeblieben. Kirill Obdakin. Mandl. Schaller. Und gut aufgepasst von Samuel Hoffmann. Dakin. Foul jetzt des jungen Ukrainers. Und wieder Ballbesitz für die Heimelf. Ja, Rüdiger, vor einem halben Jahr hast du noch mehr Schotten gespendet. Also das geht mir jetzt auch direkt ein bisschen ab. Das ist wohl wahr, aber ich spende gerne etwas weniger Schatten. Arnold Groß, er ist ja von Grafenstein hierher gekommen, der Bomber von St. Michael, hat ja auch heuer wieder 11 Tore geschossen. Zweitbester Scorer, der Benjamin Objetnik mit 8, na das ist der Drittbeste, der Giga Roger ist der Zweitbeste, die Nummer 8, der hat 9 Mal getroffen.
So, jetzt haben wir einen Freistoß auf der rechten Seite. Chance. Schauen wir mal. Aber an Freund und Feind vorbei. Aber für einen Jakob Karpf nicht so einfach. Der schaut da gegen die Sonne. Takin. Weißt du, wo der in der Ukraine gespielt hat? Nein. Aber 16 Jahre wahrscheinlich irgendwo im Nachwuchs, aber 16 Jahre dafür schaut er eigentlich sehr gut entwickelt aus. Schön gespielt, schön kombiniert. Objetnik. Aber sein Ball zur Mitte kommt nicht an. Band der St. Michöller wollte da natürlich gleich eine Hand gesehen haben, aber jetzt übernehmen sie ein bisschen das Kommando. Die Heimelf gefällt mir gut. Die letzten Spiele ja beim SAK 1:1, gegen Münch 2:2, aber eben auch St. Jakob 0:5 in Völkermarkt 0:3 und gegen Ferlach ein 1:3. Also die Mannschaft hat schon Potenzial und dieses Potenzial will man eben nützen und um so schnell wie möglich wieder zurück in die Kärntner Liga zu kommen. Du hast gerade Völkermarkt gesagt, die sind ja jetzt plötzlich Dritter, also die haben eine Top-Rückrunde gespielt. Ich glaube nur mit einer Niederlage, sind jetzt am Rang 3. Wahnsinn. Die waren ja eigentlich ganz hinten. Ja, die waren in Abstiegsrängen, also in Sphären, eher hinten angesetzt. Aber das hat man auch gesehen, Kreik hat auch die ganzen Runden immer gegen den Abstieg gekämpft. Die Mannschaften haben ja laufend gepunktet, Bleiburg ist ja auch von ganz hinten gestartet. Ist ganz schön zugegangen. Ja, eigentlich ein Wahnsinn, wie lange sich Kreik mit den Möglichkeiten, ich wollte sie wirklich gerade lobend erwähnen, als du sie erwähnt hast, in der Kärntner Liga hält. Tolles Stadion, immer viele Fans. Aber der Stefan Weitensfelder wird auch eine Pause einlegen als Trainer, gell? Was ich gehört habe. Ja, der Stefan Weitensfelder wird die Kreiger verlassen. Es gibt auch Angebote von anderen Vereinen. Und bei Kreik ist natürlich jetzt kommt der Schwerend dazu. St. Veit ist aufgestiegen und viele Spieler aus St. Veit spielen ja auch in Kreik, so wie Michael Spielberger, glaube ich, der ist ja St. Veiter und so weiter. Wird ganz schwer sein, die Mannschaft zu halten, aber ich glaube, dass Sebastian Hertel, der hat schon wieder signiert. Der hat verlängert, ja, was ich weiß. Wäre schade, wenn tolles Stadion, auch tolles Umfeld. Die Sauritschnik Arena, muss man den Sponsor, der das ermöglicht hat, auch erwähnen. Früher habe ich ja kurz angesprochen, Andreas Allmeier von Gmünd. Was glaubst du, wo geht er hin? Habe ich da das schon gesagt? Angeblich? Felden? Nein. Nein. VSV auch nicht, eine Liga tiefer sogar. Erste Klasse. Oh. Nachdem Roten Thurn in die letzten 6 Jahre immer Vizemeister geworden ist, wollen die endlich einmal aufsteigen. Und jemand aus Gmünd hat mir gezwitschert, angeblich Andreas Allmeier nächstes Jahr beim SV Roten Thurn. Das wäre natürlich eine Sensation für die erste Klasse. Ja, das. Aber es kann natürlich auch eine. Muss ja nicht alles stimmen, weil ich habe den Philipp Dabringer auch schon als Gmünd-Trainer für nächstes Jahr präsentiert, aber geworden ist es dann der Rudi Schönherr. Schönherr, genau. Und auch Trainerwechsel beim KAC. Klaus Duller übernimmt. Frisslager, der Stefan geht ja zu Austria Klagenfurt, glaube ich. Genau, ja. Und bei Köttmannsdorf wird wohl der Sabe. Riesenchance jetzt. Und jetzt müsste es aber einen. Einen Freistoß für Gelach geben, wollte ich sagen. Nie ein Gedanke an einen Elfer. Nein, ich habe wirklich gedacht, Elfmeter. Schauen wir noch einmal.
Aber ich glaube, die Entscheidung abseits, oder? Weil, abseits, ja. Ja. Die tollen Bilder liefert euch wie immer der Ernst Krawagner. Eigentlich die Kamera, ich tue sie noch hin und her führen, immer, dass der Ball halt er muss im Bild ist. Er muss mich immer korrigieren. Immer, natürlich. Nuanovic. Das ist ja das, was du so liebst. Oh ja. Und weil ich eben gesagt habe, Delach Geil hat es geheißen, dann, wenn die Mannschaft absteigt, dann wird sie auseinanderfallen. Keine Spur davon. Eben Karpf und Scher gehen nach Spital, das ist schon richtig. Auch Huber und Salvodelli verlassen den Club, aber sonst bleiben alle erhalten. Also da darf man sich auf eine ganz starke Mannschaft aus Delach Geil in der Unterliga West freuen. Und neuer Trainer für den Philipp Dabringer, der eben eine Pause einlegt, wird der Wolfi Wilscher, das ist der Papa von Lukas Sandner, der heute auf der Bank sitzt. Hier heute auch in der ersten Klasse A das Derby um den Aufstieg. Mölkdoll gegen Geiltoll. Benk spielt in Kötschach-Mauthen. Es ist am Abend da noch 0-0 gestanden, wo wir früher reingeschaut haben. Die Deler haben natürlich heute die Fans alle in Kötschach und leider nicht hier mit. Es fehlt der Mann mit der Sirene und dem Honig. Den vermisse ich sehr. Der Honig ist schon alle. Ja, aber ich wollte sagen, die Sirene vermisst du weniger als den Honig, glaube ich. Nuhanovic, wenn man schaut, der hat auch einen Kreuzbandriss gehabt, wie stark der wieder. War der Herr Rubonik nicht gerade im Feld nah, oder? Weißt du, gell? Ja. Auch der heutige Schiri-Assistent, der Martin Begusch, der war nochmal Schiedsrichter. Rechts. Arnold Groß, schön gemacht vom Golgatha, von St. Michael. Mandl. Wieder zurück auf Mandl von Kofler. Mandl bringt den Ball zur Mitte. Nuhanovic geht da raus. Schöner Haken und gut zur Mitte gebracht, aber da hat der Nuhanovic gefällt in der Mitte. Schauen wir uns gleich noch einmal an, ob das wirklich so ist. Ja. Direkt probiert, aber der Torhüter, der Blödburger, hat da aufgepasst. Boah. Nächste Chance für die Gäste, diesmal durch Gabriel Umfahrer. Wenn er da den Ball, wenn ich Teti hätte, Tati Ware, wenn er den gleich wohl genommen hätte, das Tor komplett offen. Ja, aber Fußball ist halt wie Eishockey kein Konjunktivsport. Ich glaube, da hat er gar nicht mehr damit gerechnet, dass der runterfällt auf ihm. Gabriel Umfahrer, ja, der Spieler mit den meisten Spielen für die Delaha. 245 Mal ist er schon aufgelaufen. Und auch diese Flanke ist dann noch gefährlich geworden und wieder. Eckball. So, jetzt drucken wieder ein bisschen die Mannen aus dem Geiltal. Weil du früher zu laut geschrien hast, die Hamischen übernehmen. Das war eine Momentaufnahme. Ja. Schön gemacht und der Abschluss auch gut. Nächste. Von Benedikt Kaltenhofer. Sehen wir auch gleich noch einmal in der Zeitlupe. Ja, wäre sein erstes Tor in der Saison gewesen von Benedikt. Schön übernommen, wieder. Aber wieder die Abwehr vom Torhüter, der Nuhanovic. Mich würde auch interessieren, leider gibt es ja die Statistik in der Kärntner Liga nicht, wie viele Assists der Samir noch gegeben hat mit seinen Freistößen und Eckbälle. Am besten fragen, weil die Stürmer, die wissen das auswendig. Ein bisschen wackelig ist das Gerüst, aber ich hoffe, ihr merkt das im Stream nicht. Ja, jetzt schnüren sie richtig ein. Ui!
wieder knapp vorbei. Abstoß geben. Am Tor. Ja, aber da hat der Torhüter schon gesehen, dass der da daneben geht. Und Kopfball wieder von Benedikt Kaltenhofer. Ich glaube, der will heute sein Premierentor in dieser Saison schießen. Ja, typischer Live-Spieler, weißt du? Ja. Livestream, da muss er glänzen. Roger Pahojnik hinaus auf Wisocznik. Da sind viele Nix unterwegs, sogar da am Gerüst steht einer. Der Krawagnik. Nein, der Bratschnik steht ja da. Heute ist er wieder witzig. Immer wenn ich ihn korrigiere, wird er witzig. Nuhanovic, Lulic. Ich hab schon gedacht, du hast Brakic gesagt, aber Bratschnik. Relevant. Den gehört der Siedlung in Arnold Stahn, also das ist ganz ein mächtiger. Schaller. Eigentlich der Revelant ist aus Lehndorf gekommen zu Dela. Tobias, glaube ich, heißt er mit dem Vornamen. Was jetzt nicht aus? Fabio. Oder Fabio. Lehndorf mit den 5-16-Jährigen. Wahnsinn. Zuckt dann noch den ASK ab. Kompliment. Großes Kompliment nach Lehndorf. Muss man den dann jedes Jahr machen. Ah, Wahnsinn. Nuhanovic. Aber war eigentlich gut gemacht von Benjamin Opietnik. Das versteht er gar nicht, der Benji. Ja, bist du deppert? Aber gut, das kennen wir ja. Bis zur Champions League. Kein Fußballer hat jemals einen Fall gemacht. Ja, aber ich glaube, das dürfte schon ein bisschen in der Mannschaft so üblich sein, dass sie sich da über Schiedsrichterentscheidungen laufend aufregen. Ich habe sie beim Training, beim Aufwärmen ein bisschen beobachtet und da hat dann der Lutnik gesagt, wenn der Schiedsrichter vielleicht nicht so pfeift, wie du glaubst, sind auch nur Menschen und bitte ruhig weiterspülen. Und jetzt hat man da wieder gesehen, dass sie sich gleich aufregen. Raus! Raus! Sag mal raus! Nuhanovic versucht es natürlich direkt und gut. Die kurze Ecke zugemacht von Lukas Maciek. Ist natürlich auch ganz wichtig in solchen Situationen für einen Club, dass an der Hauptsponsor, in dem Fall eben die Bauunternehmung Granit, erhalten bleibt. Dass da die Treue gehalten wird, weil ist ja nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen, wo überall eingespart wird. Ja, und dann ist das natürlich gleich eine gute Ausrede für einen Sponsor. Ihr seid ja abgestiegen und da steigen wir mir aus. Bitte, was? Du weißt schon, dass das wackelt, gell? Und dass wir das nicht zertaugt. Wieder aufgepasst von Lukas Maciek und somit keine Gefahr. Ulip, der Samo, Sriens. Roger spielt auf Benjamin Opietnik. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Chance von vorhin von Nuhanovic kurz ein zu spielen. Mit der tollen Abwehr von Lukas Maciek. Ja, Maciek. Genau, da läuft der Samia an und ja. Guter Freistoß, da haben wir uns nichts anderes erwartet. Von Nuhanovic, jetzt gibt es eine Trinkpause. Maciek.
Christopher, ist der Maciek der Sohn von Hannes? Okay. Ha? Ja, ich habe ja keine Brühen auf. Servus, Mate. Wie geht's dein Vater? Ist er noch daheim oder wieder mobil? Jetzt weiß natürlich keiner, wer gemeint ist, weil ich ja keine Namen nenne. Ja, das ist auch gut so. Lieber Ernst, aber du kennst die überall. Ja? Okay. Der Sebastian. Der Basti. Ja. Vorteil der Entschieden von Schiri Kreinz. Und wieder ein ungenaues Zuspiel. Nohanovic sagt es dann wieder, schaut, sie war da ganz frei am 16er. Ja, rechts unten ist ja der Fanclub der St. Michaela oder der Schmiela aus Vogrice, aus Rinkenberg. Und vom Thomas Wysocznik, der Sohn, spielt da in der ersten von St. Paul an Silvio Mandl und Kyrilo Takin. Schnell abgespielt, der Freistoß. Lulic. Wieder dabei bei den Geldtalern. Zurück auf Gabriel Umfahrer. Takin. Schön gespielt. Mandl. Aber sie verteidigen das bis jetzt an den Flanken sehr gut, die Heimmannschaft. Und ein Wurf von Sebastian Wysocznik. Abstoß, richtig Abstoß, gesehen, ja. Von Martin Begosch. Aber Zuschauer sind genug da, wird sicher heute ein lustiges Festl da mit Live-Musik am Sportplatz hier in St. Michael. Ja, du darfst sogar das Eröffnungsliedl singen. Darf ich? Ja. Ja, dieser 16-jährige Bursche, der Kyrilo Takin, gefällt mir sehr gut bis jetzt. Schön gespielt. Umfahrer. Aber Ballverlust und vielleicht jetzt Konterchance. Groß. Objetnik. Versucht wieder auf Groß zu spielen, aber der Ball bei Roger. Wieder Objetnik. Aber da sind sie schon wieder hinten, die Dellacher. Roger, schön gemacht, aber jetzt ist er weg. Und Samir Nohanovic ist aber da ganz allein, wollte ich sagen. Aber jetzt ist Philipp Kofler schon mit vorne. Kofler! Und knapp über die Querlatte. Schauen wir uns gleich. Und da schimpft der Neo-Coach, der Horst Schalher. Super Pass auf Kofler, hast du gesagt? Ja, genau. Der zieht ab und kurze Eck, aber knapp.
drüber. Kirchbock steht 1:1 gegen Kötschach-Mauthen und Benk führt mit 1:0. Also, das wird spannend. Jetzt wieder Benk in der ersten Klasse A, Tabellenführer nach diesem Spielstand. Letzte Woche haben wir die Kötschacher zu Hause gegen Benk, glaube ich, 2:0 gewonnen. Und haben wieder die Tabellenführung übernommen. Gut aufgepasst da von Christopher Schaller. Super gespielt wieder von Nuhanovic. Und guter Schuss. Und der Treffer Philipp Kofler. Vor 2 Minuten hat er ihn noch knapp drüber gehauen. Aber jetzt nach Pass von Nuhanovic. Philipp Kofler, wie viel der Minute haben wir ernst? Wir haben die 30. Minute, ist das Tor gefallen. Sorry, in der 31. Ja, haben Sie noch Glück gehabt, Delach, gell? Achso, in der 31. Weil die meisten Tore bisher haben Sie zwischen der 15. und der 30. Minute erzielt. Ja, der Ball hat noch die Trinkpause. Noch 30:05 die Linie überquert. Wenn man die Trinkpause wegrechnet, hat es gepasst. Ja, passt. Zweitmeisten Tore übrigens 75. bis 90. Mandl auf den Torschützen, auf Kofler. Der war aber nicht schlecht vom Christopher Schaller. Kriegt sicher gleich wieder eine tolle Wiederholung geliefert. Ja, spielen wir sie jetzt ein. Schön angenommen, mit der Brust vorgeschupft und abgezogen, aber kein Tor. Wieder Schaller. Kaltenhofer. Roger. Foul an Opietnik. Müller. Schöner Haken von Müller, geht da vorbei, geht in den Strafraum, aber der Pass zurück auf Unterwurzacher wird abgefangen. Schade. War eine richtig gute Aktion von den Michelern. Schmihela. Roger. Mandl. Nuhanovic geht mit auf rechts, bekommt natürlich auch den Ball. Abseits, glaube ich, zeigt der Schiedsrichter. Hat da kurz die Fahne gewunken, aber war nix. Bin gespannt, wie viele Tore der Samir Nuhanovic in der West schießen wird. Weil das wird eine Wahnsinnsliga mit den Osttiroler, mit unseren Freunden aus Osttirol. War das für ein Hasepartin in Delach. Und in Osttirol natürlich. Gibt es ja ein tolles neues Stadion. Nussdorf ist das, gell? Ja, in der D-Band. In der D-Band. 1000 Zuschauer beim Derby, bei der Eröffnung. Also, das nehmen wir jetzt auch als Halbchance. Das zeigen wir noch was einmal. Ja, Opietnik hat leider den Ball nicht richtig getroffen. Der ja. Benji hat das ja schön gemacht. Opietnik wieder. Hoffmann. Rebelland.
So, die 35. Minute läuft in diesem Spiel. 1:0 für den SV Dellach Gael. Verdient, muss man auch sagen. Schön gesehen von Roger. Wieso Schnick? Einmal schnell einwerfen da, ja, gut gemacht, auf Unterwurzacher. Und der Ball im Tor und weiter geht's mit Abstoß. Solche Flanken sind schon manchmal ganz blöd ins lange Kreuz runtergefallen. Das ist richtig. Meistens aber dann nicht so bewusst gespielt. Umfahrer auf Dakin. Juhanovic. Unterwurzacher. Oh, Torhüter macht den Einwurf, das ist auch eher selten. Der Herr Karpf mag auch ein bisschen mitspielen. Ja, wirklich geprüft ist er bis jetzt noch nicht worden, aber das kommt schon noch. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die 1:0-Führung ist verdient, geht in Ordnung, aber dann hast du nichts mehr dazu gesagt, jetzt habe ich schon gedacht. Na, nein, weil du recht hast, Ernst. Vielleicht habe ich da Unrecht gehabt. Nein, eben nicht. Ja, na sag das dazu. Ich habe ja auch gerne ein Lob. Ich lobe dich so viel von in der Früh vom Aufstehen bis abends zum Schlafen gehen. Ja, keiner Herz. Roger. Schön gemacht. Von Opietnik. Roger. Oh, der letzte Pass. Der hapert es im Moment noch ein bisschen. Und faul an Armin Lulic. St. Michael auswärts wirklich viel stärker als zu Hause. In der Auswärtstabelle ist man 13. Hat man fast doppelt so viele Punkte geholt wie zu Hause. Zu Hause 9, auswärts 16. Dreimal gewonnen, 7 unentschieden. Geht der Ball raus oder? Ja, ist schon draußen. Einwurf für St. Michael entschieden. Foul von Matthias Müller. Ja, das haben sie eigentlich ganz super gelöst, da der Verein mit der Halle, Eisstockanlage ist hier angebaut am Vereinsheim. Früher haben sie immer die Zelte aufbauen müssen, das fällt jetzt alles weg. Da machen sie einfach nur die Garagen auf und dann wird schon gefeiert. Und wenn es einmal kalt ist, macht man die Garagen zu und die Zeltfeststimmung kann starten. Wirklich eine schlaue Geschichte. Und Eisstockschießen ist ja sowieso da herunten ein Volkssport. Naja, in ganz Kärnten eigentlich. Ich wüsste nicht, wo nicht. Schaller. Kaltenhofer.
Ich freue mich schon richtig, dass du heute die Eröffnung machen wirst mit dem Kärntner Heimatlied in zweisprachig im Übrigen. Darfst du uns singen? Ja, darauf freue ich mich auch. Ja, wir bleiben dann extra live ein bisschen länger drauf. Meindl. Und zur Ecke geklärt von Samuel Hoffmann. Meindl spielt gleich kurz ab auf Samir Nuhanovic, der macht den Haken. Und noch einmal Hoffmann. Und jetzt wird's. Jetzt geht es ungefähr noch 5 Minuten bis zur Halbzeit. Bei diesem Spiel, das euch von der Unimont GmbH präsentiert wird, also wenn ihr auf Jobsuche seid im Bau- oder Baunebenbereich, Unimont GmbH in Klagenfurt in der St. Ruprechter Straße 20, ruft einfach an 0699 166 99 710. Und falls euch dann die Stimme bekannt vorkommt, die ihr anruft, das ist dann das Gewinnspiel, wo man dann einen Kaffee auf Haus bekommt. Ihr müsst dann raten, wer da abhebt. Ja, zum Beispiel den Ernst schon vermittelt als Baumzersäger. Ja. Er hat das hervorragend gemacht. Ich habe das so lässig gemacht. Natürlich hast du das gewusst, dass ich da eine Spitzenkraft bin. Ich habe sofort einen Folgeauftrag gekriegt von derselben Person, aber ins Holzschnittgewerbe wollte ich da noch nicht wechseln. Wäre auch schade, verlieren wir unseren besten Kameramann. Ja, genau. Einwurf jetzt für St. Michael. Sebastian, der eben heute mit einer Oberschenkelverletzung fehlt, konzentriert sich auch schon ganz auf die nächste Saison, der Kapitän. Aber ich finde das super, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft dürfte doch riesengroß sein. Ich glaube nicht, dass das ein Diktat ist von Marco Lengle. Die verletzten Spieler sitzen da draußen und schauen zu, sind alle mitgekommen. Auch der Ralf Scheer. Finde ich wirklich super. Ja, das hat man in jedem Spiel gemerkt, dass wir übertragen haben von Lelach Geil. Der Zusammenhalt passt super. Eingeschworene Truppe und jetzt gut aufgepasst auf vom Lukas Maciek, weil sonst wäre das gefährlich geworden. Lulic da. Vor Nolte Groß. Objetnik. Bei einem Bleiburger hat man jetzt gemeint, der hat seine Wohnung in Pudlach. Da ist nämlich das Altersheim, was er wahrscheinlich gemeint hat. Das war ja, glaube ich, der Matthias Wisocznik, der da. Eine dieser berühmten Kerzen. Und der Pass war dann wohl misslungen vom Christopher Schaller. Oh, jetzt ist der Philipp Dabringer da ganz aktiv auf seiner Bank plötzlich. Dem gefällt das nicht, wo seine Mannschaft derzeit abliefert. Guter Vorcheck jetzt. Pass auf Nuhanovic. Nuhanovic. Und jetzt gibt es Elfmeter und dem wird wer schießen, Ernstl? Wahrscheinlich der Gefaulte selbst. Hat er natürlich jetzt gesucht, nachdem er den Haken gemacht hat, dass du noch eine... Ja, sehen wir jetzt da noch einmal in der Wiederholung. Ja, wurde er... Ja. War ein Elfmeter. Gibt es normalerweise nichts zu rütteln dran. Und normalerweise ist Elfer beim Samir eines... Tor.
So Harald. Wie im letzten Spiel hier. In St. Michael, 91. Minute, 11 Meter. Hat er da jetzt Angst gehabt vom Maciek? Nein, ich glaube eher der 11er Punkt, der schaut mir doch etwas. Jetzt hat er wieder nur Hanovic. Wow, jetzt hätte er es fast gleich gut gemacht. Aber der war schon weit drüber und es gibt Eckball. Ecke, schauen wir uns auch diese Szene noch einmal an. Wow, Kollator der Ball. Samu, schaut auf die Uhr, hat er da gesagt. Wo ist da die Uhr? Ah, 45 Minuten ja, vorbei. Am besten schaust du da vorne. Ja, da soll ich ja nicht hin, wenn du in diese Nein. Richtung findest, lieber Ernst. Ich habe 45 Minuten und 16 Sekunden auf der Glotzuhr. Ja, es hat ja eine Trinkpause gegeben, also ein, zwei Minuten wird es noch gehen. Und die Halbzeit. Halbzeit. Schiri Kreinz hat auch jetzt genug und wir sind dann pünktlich wieder da zu Beginn von Halbzeit 2. Wechsel habe ich zumindest auf Seiten der Dellacher einmal keinen gesehen. Jetzt werden wir gleich bei den Michöller nachfragen. Hat es bei euch einen Wechsel gegeben? Kein Wechsel, also. Same procedure as at the beginning. 0:1 steht es hier durch das Tor von Philipp Kofler. Wir haben einen vergebenen Elfer gesehen, eine Seltenheit vom Samir Nuhanovic. Der Ball fliegt, glaube ich, noch immer und wird bald am Klagenfurter Flughafen landen. Wie hast du den Elfer gesehen, Ernstl? Ja, souverän vergeben. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Er ist halt ein Poet. Ja. Ich warte auf seine erste Prosa-Veröffentlichung. Ich werde die Rosa veröffentlichen, aber nicht die Prosa. Gleich wird hier also Schiri Bernhard Kreinz die zweite Hälfte zwischen. Ja, du sagst es und schon macht das. Bauunternehmung Granit Graz St. Michael und dem Meister. Dellach Gell ist immer wieder komisch, wenn man denkt, dass der Meister absteigt. Ist in meinem Kopf noch nicht ganz angekommen. Oh oh, Kötschach nur 1:1. Gegen Kirchbach und Benk gewinnt 1:0 gegen Silian. Somit Benk wieder auf Rang 1. Jetzt weiß ich nicht, ist es die letzte Runde in der ersten Klasse A? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Aber ich glaube, dass es sogar die letzte Runde ist und somit dürfte wohl SV Benk in die Unterliga aufsteigen und nicht USK Kötschach. Schaut natürlich, das Derby hätten die Dellacher gerne gehabt, aber bevor wir da jetzt... Ha, ja, genau. ...was Falsches weitergeben, wenn wir... Ich schaue da mal die Tabelle. Ja, es ist 26. Runde und 13 Vereine sind dabei. Es ist... SV Benk steigt in die Unterliga auf und USK Kötschach-Mauthen belegt hier Rang 2. Dritter ist Kirchbach. Nichts zu feiern, also da wäre besser gewesen, wenn die Fans da mit runtergefahren waren. Benk mit 57 Punkten, Kötschach mit 56. Ja, habe ich gerade. Gratulation natürlich nach Benk ins Mölltal. Ins Mülltal auf die Mülltalleiten. Aber wir sind jetzt wieder hier in der Kärntner Liga und schauen uns Hälfte 2 zwischen St. Michael und Dellach Gell an. Wird natürlich St. Michael
im letzten Heimspiel der Saison noch was wünschen, was Zählbares? Hohenwarter, Lulic, hinaus auf Dakin, Mandl tankt sich dadurch, Mandl auf den Torschützen, auf Kofler, wieder zurück auf Mandl. Kaltenhofer. Ich bin auch gespannt, ob nächstes Jahr der Kofler den Kofler bezwingen wird im Spiel. Das ist natürlich eine mehr als interessante Frage. Für Kofler war es übrigens das dritte Tor in dieser Saison. Fehlpass da und weiter. Die Dellacher wollte ich sagen, aber Uli versucht da gleich wieder groß einzusetzen. Ja, schön, ein Ballerkämpf von der Nummer 19. Weiß jetzt nicht, du hast die Aufstellung. Philipp Kofler. Philipp Kofler, ah, das ist er. Hohenwarter. Ich sage, ist das der Bruder vom Alex Kofler, weil der heißt auch Philipp Kofler. Ist aber Ö3-Wettermann und Sprecher bei Ö3 und nebenbei spielt er da vielleicht Fußball. Nein, das kann nicht sein, ein Philipp Kofler. Gestern auch mit dem Günther Kofler telefoniert, dem Vater von Alexander, der selbst auch Torhüter war und vor 38 Jahren hier auf diesem Platz gespielt hat in der Unterliga. Und das war dann die Abstiegssaison der Feldener vor 38 Jahren, also zwei Jahre waren wir in den Unterligen, am West, am Ost. Und jetzt ist diese Mission wieder gelungen. Noch einmal herzliche Gratulation an alle Aufsteiger, muss man sagen. An St. Veit, an Felden. In der Unterliga West wissen wir noch nicht, wem wir gratulieren können. Jolands Kron hat geführt in Sachsenburg. Auch VSV hat geführt. Wen haben wir da noch, lieber Ernst? VSV, glaube ich, gegen Radentein heute. Ja. Und Sachsenburg gegen Landskron. Also. Oh, aua. Schuster auch klar daneben. Sachsenburg waren wir eigentlich noch nie. Das ist so eine geile Stimmung dort immer. Okay. Ja, Matrei auch noch nicht, also ich noch nicht. Ja, Matrei war ich schon. Also das ist die längste Decke mit 130 Metern, die längste Decke in Kärnten. Im Dauernstadion, also perfekte Location. Kärnten und Osttirol, Entschuldigung, ich hab grad Kärnten gesagt. Schauen wir mal, was sich da in der Unterliga West heute getan hat. Landskron ist noch Erster nach 26 Spielen. Nach 26 Spielen? Ja. Ah ja, genau, die haben ja nur. Also zwei Spieler sind noch ausständig. Heute haben wir da Radentein 6-1 gegen Seeboden, VSV gegen Matrei. Matrei, ja, genau, Matrei. 2-0. Sachsenburg-Landskron 0-2. Okay. Also da bleibt es noch spannend. Jeder, die St. Michaela. Da wird jetzt Hand reklamiert von Simon Hohenwarter. Schauen wir uns gleich an, in der Wiederholung noch einmal an. Er ist halt auch angeschossen worden. Ob die Hand aufgepasst, nächste Chance und Stange! Der Ball an die Stange gekollert. Und wieder Philipp Kofler, der hätte jetzt seine Torausbeute von heuer gleich verdoppeln können. Von 2 auf 4.
gehalten, aber die Stange hatte da was dagegen. Gute Balleroberung von Siga Rochel. Groß! Adäquatischer Schuss noch nicht. So, jetzt schauen wir uns einmal die Szene an, die die Gemüter hier erregt hat. Ja. Die Nummer 7 läuft da und ja, die Hand war aber auch angelegt hinterm Rücken, also richtige Entscheidung. Und jetzt noch einmal dann die Möglichkeit für Kofler. An die Stange. Wir machen gute Figur, hat uns gerade der Alexander Suschnick, der Obmann, geschrieben. Spitze. Dann darf er uns zum Essen einladen. Es gibt sogar ein Foto von uns. Okay. Ich habe gewusst, warum ich mich vorher rusche, bevor ich da auffahre oder runterfahre. Ah, deswegen riechst du so gut. Ich rieche hervorragend. Ja. Alexander Suschnick hat ja auch den Hauptsponsor mit ins Boot geholt. Ist ja Hochbaupolier, Bäderbauunternehmung Granit. Kommt aber aus der Holzbranche, hat er uns erzählt. Hat Zimmermann gelernt, weil der Papa wollte, dass er Maurer lernt. Ja. Und ist dann doch dort gelandet, wo der Papa schon vorher war. Toller Kerl in jeder Beziehung. Wieso hast du denn dein Klein angerufen zum Baumschläger? Du sagst, das ist ein Mechaniker. Weil du Holz brauchst. Ich weiß ja nicht, ob er auch eine Holzheizung hat, schon wieder. Lulic, Hohenwarter. Hinaus aus auf Takin. Kleiner Hinweis, KfV Cup-Finale 19.09. um 17 Uhr, glaube ich. Ich sehe es leider nicht. Aus Köttmannsdorf. Gegen Münch. Ja, erstes Spiel 2:1 gewonnen. Letztes Spiel von Rudi Berz nach einer gefühlten Ewigkeit. Wobei ich sage, vorläufig letztes Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Rudi Berz nicht noch einmal dann in Köttmannsdorf irgendwann einmal erleben werden. Ja, vielleicht tauschen sie auch nur ab. Der Berz geht noch Fickdring als Spielertrainer und der Sablatnik übernimmt dann Köttmannsdorf. Und ja, wer weiß. Und das nächste Spiel haben wir dann ASK Klagenfurt in der letzten Runde der Kärntner Liga am 15.06. um 18.30 Uhr aus dem Stadion Fischl. Gegen Arthur Ferlach, da können wir auch, glaube ich, den Mario Verdel verabschieden, weil ich glaube, der hört ja auch auf als Ferlach-Trainer. Ja, der Armin Leomitsch hat mir gesagt, nächstes Jahr wird der Herr Verdel nach wie vor Artus-Trainer sein. Super, ich schätze den Mario ja sehr. Ja. Weil ich habe ihn einmal gefragt, wer ist euer Trainer nächstes Jahr, dann hat er mir diesen Namen genannt, also wird schon passen. Oder gibt es dann doch einen neuen, man weiß es ja nicht. Aber Trainerrotation hier in der Kärntner Liga ist also heuer so groß wie nie. Rudi Schönherr in Gmünd. Der Klaus Duller beim KAC. Wolfi Wilscher bei Delachel. Ah ja, das ist ja nicht mehr Kärntner Liga, das vergesse ich immer. Der Goran Lucic, der Goran. Wem wolltest du jetzt? Ich wollte jetzt eigentlich den Jolic beim SAK. Beim SAK, der Jolic, der Jola wird ja wohl bleiben, schätze ich einmal. Der ist super Saison. Ziemlich sicher.
hingelegt. SHK ja auf Rang 2 in der Tabelle. Gestern durch ein Zaubertor. Aus 50 Meter habe ich gelesen. Ja, genau. Vom Angelov, von Svetlitzer. Ja. Der zweite Siegtreffer hintereinander. Zweimal hat der SHK 1-0 gewonnen und zweimal hat der Angelov das Tor gemacht. Aber der Captain hat ihn wieder eingesagt. Der hat gesagt, schieß. Angelov war Alexic. Ja auch einmal, ich glaube sogar, er hat einen Felden gespielt, kann das sein? Das weißt du besser als ich. Umfahrer. Ja, ich glaube, Angelov ist damals mit einem Kurzstück aus Völkermarkt mitgegangen. Okay. Nach Felden. Und ist jetzt beim SAK Klagenfurt-Zellowitz. In etwa. Jetzt wird dann gewechselt. Die Nummer 25 wird kommen, Leuk. Thomas Leuk, ich bin gespannt, wie er herausgeht, wen Philipp Dabringer in seinem. Der Herr Sandner ist auch. Lukas Sandner kommt auch, der Sohn vom zukünftigen Trainer. Skilehrer. Gut gespielt, vielleicht eine Chance für Matthias Müller, aber Jakob Kapf. Auch in seinem vorerst vorletzten Spiel für De La Gell. Sehr wach, aufgepasst. Roger. Wieder Roger. Schön, schnell kombiniert. Hat man viel zu selten gesehen heuer leider, aber wieder aufgepasst. Von Armin Lulic und wieder Delach. Schön verlängert von Nuhanovic. Nuhanovic geht da jetzt allein aus Tor. Samir Nuhanovic. Und der. 2-0? 2-0, Samir Nuhanovic, 60. Ist Minute. Zu schön gemacht, war da nicht zu stoppen. 41. Tor. So viel habe ich in einer Halbsaison geschossen. Also, es wird gewechselt, 86 Sandner und die Nummer 25 Leuk kommen hier ins Spiel. Keiner will raus. Einer kommt. Es wird wahrscheinlich der Ukrainer. Ne? Nein, den würde ich auch ja, nicht ja, auswechseln. Der ist die Nummer 5, der Ukrainer. Fabio Revelant geht raus. Ja, und die Nummer 5. Kyrilo Ptakin, der Generalsohn aus der Ukraine. Starke Vorstellung für mich auf jeden Fall. Auf der rechten Verteidigungsseite vom 16-jährigen Burschen. In diesem von der Unimont GmbH präsentierten Spiel der Kärntner Liga. Also wenn ihr einen Job sucht in der Bau- oder Baunebenbranche, 0699 166 99 710. Der Kerl, der abhebt, hat eine ganz ähnliche Stimme wie ich, also kannst ruhig du sagen. Ja. 2-0, schauen wir mal, ob hier St. Michael zurückkommt ins Spiel. Wisocznik. Das war jetzt faul, war das glaube ich keines. Schauen wir uns gleich noch einmal an, warum der jetzt da so aufgeschrien hat. Thomas Leuk, gleich bei der ersten Aktion bleibt der Shiga Roger liegen. Ja, der andere. Ball gespielt und da dürfte er aber das Standbein von seinem Gegner. Vom Shiga Roger. Oh, das tut dem glaube ich richtig weh. Den zweitbesten Torschützen von St. Michael. 9-mal hat er getroffen, der Schiger.
wünsche natürlich von hier her oben nur das Allerbeste. Verletzungen braucht man wirklich keine, aber schaut, glaube ich, jetzt schon wieder viel besser aus. Ja, da, da bringt er Mann, den Tommy, Loik, glaube ich, oder? Hast du gesagt, das war der Gegner? Ja, genau. Aber das Wichtigste bei Giga Roger scheint es weiterzugehen. Jetzt sage ich das noch einmal in der Wiederholung. Ja, da hat der Loik sein Bratzerl auch hingehalten und ist mit dem Giga Roger zusammengekracht. Und, aber es geht weiter, Gott sei Dank. Freistoß jetzt für Schmiel. Nuhanovic lässt da prallen. Loik läuft sich da auf der rechten Seite frei, aber da versucht der Pass auf Nuhanovic. Jetzt kommt er an. Loik ist ganz frei auf der anderen Seite. Mandl. Ecke. Und es gibt Ecke. Schaller. Schaller mit der Flanke und Loik mit dem Direktschuss. Knapp am langen Eck vorbei. Schöne Aktion, schnell abgespielter Corner. Gute Flanke und Loik. Wiederholung. Flanke auf Loik und der nimmt sich das Leder Wolle und knapp am Tor vorbei. Diese Szene präsentierte Ihnen auch die Firma Unimund aus Klagenfurt, Wien und in der Steiermark. Danke, lieber Ernst. Und dann auch noch einmal der Hinweis, hier in St. Michael ja einige Spieler der Europeada, der EM, der Volksgruppen, die ja vom 25.06. bis 3.07. hier in Kärnten stattfindet. Tolle Veranstaltung. Einige Spieler hier in St. Michael, sowohl Frauen als auch Herren, also macht euch schlau, wenn ihr zuschauen wollt. Sicher ganz tolle Spiele. Scheint jetzt auch bei St. Michael einen Wechsel zu geben. Hinein die Nummer 2. Ja. Stefan Jelen. Und, die 15 und aus dem Spiel raus. Die Nummer 15. Oliver Unterwurzacher. Starke Leistung geboten, aber man will noch einmal was ändern, um hier vielleicht dieses Spiel noch drehen zu können. 2:0 steht es ja. Tore in der 30. und in der 60. Warten wir mal, was in der 90. passiert. Ja. Tja, alle halbe Stunde geht's rund. Nuhanovic. Gut gemacht von Pahonik. Kaltenhofer. Sandner bringt den Ball gut zur Mitte, Kofler. Und da wird Foul von Samir Nuhanovic entschieden. Er hat das sicher ein bisschen anders gesehen. Minimal. Ja. Sriens. Roger. Groß. Aber Offside. Offside. Kapf. Es wird wieder gewechselt auf Seiten der Dellacher. Letzter Wechsel bei den Dellachern. 98. Thielen Ivanovic. Die sind heute ohne Ersatztorhüter angereist. Die haben sich wohl auf mich verlassen, falls der ausfällt.
Sandner, wieder Lukas Sandner, hat ja im ersten Spiel 2 Tore erzielt. Zwischen diesen beiden Teams. Schöne Flanke, Nuhanovic, aber gute Intervention von Lukas Maciek. Da hätte es wieder geklingelt. Mandl, Hohenwarter. Jetzt kombinieren sie wieder, wie sie wollen. Aber jetzt vielleicht die Chance zum Konter. Etwas überkombiniert. Jetzt zeige ich noch einmal die Szene von vorhin. Jetzt wird gewechselt auch. Diese Flanke und Torhüter Maciek ist am Posten weiter. Silvia Mandl wird da raus oder nein, Christopher Schaller. Und neu im Spiel Dylan Ivanovic. Das ist jetzt in der 69. Minute passiert. Müller, Bahoenig, Ivanovic mit der ersten Ballberührung, Kofler, Mandl und schon erste gute Aktion von Dylan Ivanovic. Eckball. Stangelpass wird aber abgefangen und Eckball. Noch eine Ecke. Ivanovic, Mandl, aufgepasst, Minute läuft, 2:0 steht für den Meister. Jetzt vielleicht. Aber wie schon in Halbzeit 1, der letzte Pass. Daran wird man arbeiten müssen. Ernst, du bist in dieser Umgebung ja sehr kundig. Welche Derbys darf man da erwarten? Ja, da gibt es in der Unterliga Ost gegen St. Michael. Ja, St. Michael gegen St. Michael ist aber kein Derby, weil die sind ja im Lavantal. Ja, macht nichts. Aber es gäbe da noch Globasnitz. Das ist ein paar Kilometer weiter runter. Oder Unterliga ist auch Eisenkappel, Grafenstein, Galizien. Die sind ja alle da irgendwo in der Gegend beheimatet. Also das Zuschaueraufkommen wird gut sein, meinst du, bei diesen Spielen? Ja, natürlich. Jetzt haben wir gut gespielt, hinaus auf Müller. Der bringt den Ball auch gut zur Mitte und wieder. Gut verteidigt wieder von den Gästen und dann geht's schnell. Kofler. Versucht da auf Samir Nuhanovic zu spielen, ist beim Versuch geblieben. Gut herausgekommen von Jakob Karp bei diesem Passversuch auf Arnold Groß.
Ivanovic, Sandner, Mandl, Lulic, da liegt jetzt ein Spieler von St. Michael. Schiri hat es noch nicht gesehen. Ja, es wird schon gefordert, Ball raus. Ist auch schon draußen. Einwurf. Schaut, glaube ich, nicht gut aus. Du Gescheiterle, hast wieder eine Jacke mit. Ja, ich bin ja mit Jacke angereist. Da hast du auch gedacht, was ist mit dem los? Genau, so ist es, habe ich mir gedacht. Ah, es steht aber schon wieder der Spieler von St. Michael. Ja. Jetzt gibt es noch einmal eine Trinkpause. Der Glühwein wird schon serviert. Gut. Oder der Jagertee. Knapp 16 Minuten bleiben denn. Michael noch hier eine Wende zu schaffen. Mir ist kalt und die morgen eine Trinkpause. Ja eben, ich habe es ja gerade gesagt. Jagertee, Glühwein. Ja. Wo es da alles drin ist. Gell? Schmiela. Schmiel heißen die. Schmiel. Schmiel. Ja. Da wird serviert von den Fans aus Rinkenberg. Und das wird ja auch die Amazon-Chefin der Logistikzentren in Österreich aus Rinkenberg kommen. Okay, was du wieder alles weißt. Ja, also, ich kenne sie sogar. Mitarbeiter ausgezeichnet. Ja. Hat dann Mandl einiges zu tun. Ja, das denke ich mir. Mandl, Lulic, Umfahrer. Mandl macht das Spiel jetzt wieder schnell. Nuhanovic. Sandner war das, aber. Also, jetzt habe ich gedacht, da ist noch einer. Und habe da geschwenkt und schwenkt und schwenkt und dann ist der Polymath. Bei den Ghostbusters war da vielleicht noch einer gewesen, aber heute nicht. Kaltenhofer, Umfahrer. Ja, in dem heutigen Spiel, da geht es ja nur noch um die goldene Ananas. Am Mittwoch wird es dann schon etwas heftiger zwischen dem ASK und Artus Ferlach. Da geht es ja dann noch um einen Startplatz im ÖFB Cup. Das ist ja nicht so ohne. Handspiel. Handspiel habe ich da gesehen. Schaust dir noch einmal genau an. Na, Mittwoch, ich hätte hier ein Handspiel gesehen. Was sagst du? Schau genau. Ja, da kommt die. Ja. Nein, also. Er hat den Ball mit der Hand. Okay. Aber okay. Mittwoch wird allein deswegen schon mehr Action sein, weil der Dietmar Tulla auf der Bank sitzt. Der Gernot Lang hat mir übrigens gesagt, der Obmann vom ASK, er war Fülljahrer-Präsident geworden, weil da ist so viel zum Tun. Ja. Oh, knapp drüber. Da haben jetzt nur Millimeter gefehlt. Dass ein Ball richtig getroffen hätte, meinst du? Ja, genau. Stefan Jähler, na schade, war eigentlich eine schöne Kombination. Der ist gerade erst ins Spiel gekommen, aber den musst du da auch mal trauen, musst du auf alle Fälle. So ist es. Aber schade, schöne Kombination. Ist unterm Ball reingefahren und dann geht er natürlich. Du
Lukas Sandler. Gut aufgepasst. Aber Sandner holt sich da schon wieder den Ball. Ulib. Und ein Wurf durch Benedikt Kaltenhofer. Kofler bringt den Ball zur Mitte und jetzt ist er im Wald. Über die Werbeplanen von der Bauunternehmung Granit drüber. Granitbau ist ja auch ein starker Partner der Firma Unimont, die das heutige Spiel hier präsentiert. Das ist richtig. Und der Alexander Suschnick, der Obmann, ist sowieso mein absoluter Lieblingspolier. Bei allen anderen Mitarbeitern muss man den Stunden nachlaufen. Der Alex schreibt das jeden Freitag, schickt die Stunden, also ein Traum. Du hast gesagt, er schreibt sich schon ein Jahr vor. Nein, das tut er nicht. Spinnst. Aber ich hätte dann da unten schon wieder eine Kundschaft. Unterhaltest du vielleicht dann einmal mit dem Matthias Wisocznik. Sein Bruder ist Chefpolier von einer Firma MHD oder MDH, so irgendwie. Das ist der Thomas Wisocznik, der Bub von ihm spielt da. Der Sebastian Wisocznik? Vielleicht kannst du auch ins Geschäft kommen und ein paar Arbeiter vermitteln. Ja, da müssten Sie aber zuerst ein paar melden. Es ist derzeit so schwer, Mitarbeiter zu finden. Von guten Mitarbeitern rede ich gar nicht. Aber vielleicht seid ihr genau hier. Ja, zu später. Chance jetzt für St. Michael, aber gut aufgepasst. Von Simon Hohenwarter. Aber vielleicht seid ihr genau ihr. Gute Handwerker, gute Mitarbeiter, zuverlässige Mitarbeiter. Dann verrate ich euch was. Kommt zur Firma Unimont 0699 166 99. 7-1-0 und das war's jetzt. Jetzt schauen wir, dass St. Michael da noch irgendwas da reißt. Ich würde es der Mannschaft einfach wünschen, weil es eine blöde Saison war. Weil St. Michael hat man eigentlich als Absteiger so nicht auf der Rechnung gehabt. Und als Stockletzter, wie sie es jetzt leider sind, auch nicht. Ja, Stockletzter sind sie ja eigentlich ja nicht, weil sie haben gleich viele Punkte wie Admira. Ja. Schöne Möglichkeit hier, aber leider verzogen am Tor vorbei. Ich weiß nicht, wer das jetzt gemacht hat. Das war jetzt sehr spielerfreundlich formuliert, lieber Ernst. Bitte? Am Tor vorbei war jetzt sehr spielerfreundlich formuliert. Jawohl, am Tor vorbei. Du hättest jetzt die Zentimeter sagen müssen. Würde auch in Zoll gehen. In Kilometer wird das gehen. Ui, ui, schön gemacht. Leuk, Thomas Leuk, dankt ja, sich dadurch. Ja, hat mir. Ich bin einmal gesehen im Heimspiel gegen Völkermarkt bei diesem glücklichen 3:1, wo eigentlich auch die Völkermarkter hätten gewinnen können. Ui, das war ein Traumpass und jetzt steht es 2:1. Letzigen. Nein. Ich hab gedacht, der Arnold Groß tut die meine, aber der Jakob Karpf. Ist ja nicht umsonst der beste Gole. Ja, und zeigt, warum im Spital. Ja, wie lange der stehen bleibt und dann wehrt er ihn mit dem Knie ins Out. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Nummer 9 kommt. Daniel Milac. Haben wir die 82. Spielminute und Eckball für Schmiel. Ja, jetzt probiert er durchschießen, oder? Hat er, nein, er hat probiert am Sami aus. Spielen am Nuhanovic.
Der Jakob gehabt. Man hätte Tellach Gael nicht seine Top-Leistung abgerufen, aber es ist wahnsinnig schade für die Kärntner Liga, dass wir die Mannschaft zumindest ein Jahr nicht sehen werden. In der höchsten rein kärntnerischen Spielklasse, ist halt meine Meinung. So, Wechsel. Schauen wir, wer rausgeht. Also Daniel Milatsch mit der Nummer 9 kommt rein. Die 8. 7. Raus geht die Nummer 7, Matthias Müller. Ich glaube, der Müller ist auch ein Rinkenberger. Okay. Der Müller hat ja auch einmal beim SHK gespielt, der Torhüter. Ja, der Ivo. Ja, Ivo Müller. Kann sein, dass das da eine Verwandtschaft ist oder vielleicht ist er sehr der Bub. Der Ivo Müller war aber ein guter und ein lässiger Hacks. Ja, und super Öl haben sie pressen zu uns in Wogritsche. Nach dem Spiel gibt es natürlich Interviews, liebe Fußballfreunde. Aufgepasst, Samir Nohanovic! Aber. Thomas! Schieß weg! Stark abgewehrt, aber auch. Basti, Sebastian Wisocznik. Ja. Schon wie der sich da reinhaut. Wie hast du das beim Eishockey gesagt? Der Block, Monsterblock? Monsterblock. Beim Hobic, jetzt haben wir einen beim Fußball. Nohanovic. Joldit, nein, Ivanovic. Seitenwechsel. Rüber auf Kaltenhofer. Wieder Ivanovic. Kofler. Richtig entschieden. Die letzten 5 Minuten brechen an. Von wem wird denn das Spiel überhaupt geleitet? Habe ich früher gar nicht aufgepasst. Von Bernhard Kreinz. Ah. Sein 602. Spiel, das er leitet. Ui. Und hat schon 14 Mal St. Michael gepfiffen. Also ein richtiger St. Michael-Experte. Bahäunig. Kommt's, Burschen, macht's noch was. Auf Abseits entschieden da. Ja, der Linienrichter hat die vom Fahne Assistenten, vom Martin Pegusch, der hat gesagt, der Daniel Milatsch war da mit dem großen Zehen vorne. Schau mal, der ist 70 Tore. Oh ja. Ui, Nohanovic war da schon wieder, hat sich da schon wieder vorbeigeschwindelt, wäre da schon wieder allein aufs Tor gelaufen, aber gut verteidigt, gut aufgepasst. Von den Schmichelern. Schmiel. Schmiel, Entschuldigung. Schmiel. Schmiel und Hell. Aufgepasst, Nohanovic, was für ein Haken. Nohana. Und jetzt ist er drin. 13-0. Umfahrer. 87. Minute. Schauen wir da noch einmal an. Wahnsinn, Johanovic mit dem Haken. Erstes Saisontor. Vom Gabriel? Ja. Und wann habe ich gesagt, schießt Tellach Gael die zweitmeisten Tore? Immer in der 86, in der 87. In der letzten Viertelstunde. Ah, okay. Ich
3:0. Wenn wir ehrlich sind, entspricht das auch der Leistung, Ernstl? Ja, finde ich schon. Obwohl man eins sagen muss, vom Einsatz und alles her kann man St. Michael überhaupt keinen Vorwurf machen. Und jetzt hat Dellach scheinbar wieder Lust bekommen, vielleicht noch eins draufzulegen. Silvia Mandl. Wieder Mandl. Haben eigentlich gut mitgehalten, spielt gar nicht so wie ein Absteiger. Ich habe schon überhaupt nicht andere dabei. Spiele gesehen in der Kärntner Liga. Aber wie gesagt, 30 es geht Meter ja nur noch. Tor war vorbei. Es geht ja nur noch. Nohanovic ist da schon wieder durch. Um die goldene Ananas. Und jetzt gibt es wieder Eckball für den Meister. Weil Hoffmann da aufgepasst hat, weil sonst war der Samir schon wieder durch gewesen. Und noch einmal der Hinweis: Wir werden dann gleich runterwechseln und euch noch Interviews in die Wohnzimmer liefern. Kurz abgespielt. Ivanovic, Dylan Ivanovic. Oh! Zwei Verletzte da in einer Szene. Schauen wir an, was da passiert ist. Aber ich glaube, es können bei beiden ja, nichts passiert. Gut so. Da klopfen wir auf. Das Holz, danke nochmal fürs Gerüst aufbauen. Das war ganz spitze. Alex Suschnick. Haben wir schon schlechtere Positionen gehabt zum Filmen, lieber Ernst, oder? Ja. Hat es sicher schon gegeben. Bleibt natürlich gleich für die Europiada stehen. Arnold Groß hatte die beste Chance, um hier ein Tor zu erzielen. Groß bringt den Ball jetzt zur Mitte und es gibt noch einmal Ecke. 90. Minute ist gleich einmal vorbei in 10 Sekunden. Wer geht raus? Das ist der Benji Obetnik. Obetnik. Und nicht vergessen, 15.09. Ah, noch 15.06. um 18.30 Uhr. ASK Klagenfurt gegen den Artus Verlach. Da geht es um einen Startplatz. Und 19.06. Cupfinale des KfV Villacher Biercups. Wir sagen jetzt gleich einmal dabei danke und melden uns gleich wieder mit Interviews. So, wir haben jetzt also den Philipp Dabringer da. Abschiedstour, muss man sagen. Das vorletzte Spiel der Wallermal als Trainer. Philipp, ein klares 3:0, ungefährdet eigentlich, aber es war nicht euer bester Spiel. Ein bisschen ist die Luft anscheinend schon draußen. Ich würde mal sagen, in der Kategorie oder wenn man es prämieren könnte, Sommerkick des Jahres, wären wir mit dem Spiel relativ weit vorn. Wir wollten mit 3 Punkten anfangen, das haben wir halt relativ mühelos geschafft. Der Gegner hat nicht viel mehr können, wir wollten nicht mehr. Und es war vielleicht für die Zuschauer, es ist schon so hin und her gegangen. Sie haben auch ein paar Chancen gehabt, wir hätten auch noch 2-3 Tore mehr machen können. Im Summe war es uns heute wichtig, dass wir mit 3 Punkten anfangen, keine Gesperrten haben für das letzte Heimspiel, für die Meisterfeier gegen den SAK, wo wir nochmal richtig gut abliefern wollen, wo 3-4 Spieler zurückkommen. Weil in Summe haben heute 6 gefällt. Und da wollen wir nochmal richtig zeigen, dass wir der Erste sind gegen den Zweiten und die Saison würdig abschließen, wobei sie bis jetzt schon sehr, sehr würdig war. Das sehe ich auch so. Ich wollte gerade sagen, man kann sich eine Kärntner Liga ohne Dellach nicht vorstellen, man kann sich aber auch Dellach ohne Philipp Dabringer nicht vorstellen, also ich zumindest. Was hat dich entschlossen, einmal eine Pause einzulegen? Es waren 9 Jahre. Mein kleiner Bub ist heute eh da. Der ist vor 9 Jahren auf die Welt gekommen und jetzt kann er selber schon peppeln, jetzt geht er in die 3. Volksschule und 9 Jahre. Für mich ist es jetzt der schönste Zeitpunkt, einmal aufzuhören oder das Amt weiterzugeben am Höhepunkt des Vereins. Viel mehr ist einfach mit so einem kleinen Verein nicht möglich. Und das große Ziel, den Titel in der Kärntner Liga zu holen, das haben wir erreicht. Nachdem wir in der ersten Klasse im ersten Jahr in die Unterliga aufgestiegen sind, von der Unterliga dann noch 4 weiteren Jahren in die Kärntner Liga und jetzt eigentlich. Ich glaube, viele Vereine
werden das Dellach vermissen, die Art und Weise, die Fans. An Samir Nuanovic, aber auch wenn ich nicht mehr Trainer bin, der Verein hat was, der Verein wird zurückkehren und ich traue ihnen zu, obwohl es auch nicht einfach wird, weil man muss jede Liga, jeden Gegner respektieren, aber ich gehe davon aus, dass im Ende Juli 2023 der SV Dellach Gell wieder Bestandteil der Kärntner Liga-Saison sein wird. Wie lange glaubst du, dass deine Auszeit sein wird? Wann wird man dich wieder auf einer Trainerbank beobachten dürfen? Jetzt brauche ich mal eine Pause. Was du nicht, ich habe einige Anfragen gehabt, aber ich war nicht einmal so weit, dass ich gesagt habe, ich bin in Endgespräche gegangen. Es waren sehr, sehr interessante Sachen dabei, Gmünd etc. Aber ich sage einmal, nach 9 Jahren, wo ich sehr viel Herzblut in den Verein gesteckt habe, meine Familie in jeder Sekunde hinter mir gestanden ist, meine Frau, die mir jeden Freiraum gegeben hat, ist jetzt einfach mal die Zeit, einen Teil zurückzugeben, einmal in Urlaub zu fahren, abschalten zu können, einfach wie jede normale Familie Kräfte zu sammeln. Das Frühjahr war mit 7-8 Spieltagen unter der Woche sehr, sehr anstrengend, sehr kräfteraubend. Auch die Situation Aufstieg, Nicht-Aufstieg, hast in der Mannschaft, hat man durch die Medien und in Summe fällt es halt dann sehr oft auf den Trainer zurück und hat Kräfte gekostet, an meiner Substanz gezerrt und deswegen ist es, werde sicher ein emotionales Spiel am Mittwoch. Aber ich werde mit einem tollen Erfolg aufhören und ich bin sehr stolz, was der Verein, ich und meine Familie dazu beigetragen haben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Muss ich dich trotzdem fragen, ich bin auch überzeugt, dass das ein tolles Spiel wäre. Hätte sich der Trainer Philipp Pabringer auch eine Auszeit genommen, wenn es in die Regionalliga gegangen wäre? Der Trainer Philipp Pabringer ist schön langsam mit der Aufgabe gewachsen und der Trainer Philipp Pabringer wäre in die Regionalliga mitgegangen, weil es vielleicht der Extrakitzel wieder gewesen wäre. Aber ich muss sagen, ich habe es von Anfang an gesagt, es gibt viele Meinungen in der Mannschaft. Der Verein hätte das gemacht und man muss als Trainer nicht immer alles verstehen, man muss es aber akzeptieren und in Summe wird es, der Marco Lengle hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele gute, wohlweisende Entscheidungen getroffen und ich glaube, unterm Strich hat auch er diesmal die richtige Entscheidung getroffen und er wird dem Verein, jeder Schritt zurück muss nicht immer ein Rückschritt sein, aber ich gehe davon aus, dass es für den Verein zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt war. Sie können jetzt mit einem neuen Trainer, der das gut machen wird, wieder voll durchstarten und werden weiterhin einen attraktiven Fußball spielen. Und man wird oft in der Zeitung lesen, gute, schöne Ergebnisse. Und die Mannschaft hat einen guten Kern, die Mannschaft hat ein Herz. Und sie werden dementsprechend auch wiederum erfolgreich sein. Und hoffentlich, ich wünsche es Ihnen, nächstes Jahr in die Kärntner Liga zurückkehren. Danke, Philipp. Wir alles sehen uns eh noch. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder auf einer Trainerbank. Dankeschön. Danke. Jetzt sind wir beim Trainer von St. Michael, der ja erst seit kurzem im Amt ist. Fazit zur heutigen Partie, ich glaube, die Niederlage war verdient. Ja, auf alle Fälle. Umsonst sind sie ja nicht klar Meister geworden. Aber ich bin trotzdem stolz auf meine Jungs. Die haben richtig brav gekämpft, nur durch Individualfehler eigentlich 0-2 in Rückstand geraten und das dritte Tor ist halt noch draufgegangen. Habe ich auch so gesehen, jetzt hat man noch ein Spiel. Was kann man jetzt schon Richtung Unterliga nächstes Jahr, die auch ein hartes Brot werden wird, was kann man jetzt schon machen? Ja, ich will die Mannschaft, dass sie nicht mit hängenden Köpfen in den nächsten Saisonen, sondern einfach mit Freude Fußball spielen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg und beim Training ist Spaß, obwohl sie schon abgestiegen sind. Aber es ist eine gute Truppe. Gute Truppe, wenn wird man verlieren? Gibt es schon sichere Abgänge? Was wird man versuchen zu ändern vielleicht in der Mannschaft? Es kommen 1, 2, 3 Spieler sicherlich dazu, sind auch schon fix, wenn nur noch nicht genannt. Der Großteil dieser Mannschaft wird auch bleiben, außer unser Kapitän, der will aufhören, aber ich probiere ihn noch zu überreden. Wir haben gehört, er hat bei der Frau schon um eine Ausnahmegenehmigung angesucht, dass er nächstes Jahr noch ein Jahr anhängen darf. Ja, ich werde ihn auch noch umsuchen stellen, aber das war schon fein. Das ist ein Kerl, der passt einfach in die Mannschaft und das um und auf. Auch in der Kabine. Das denke ich mal, man hat auch heute gesehen, der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmt und alles. Woran ist denn zum Beispiel gelegen, auch heute wieder, man hat überhaupt keine Helmstärke entwickeln können? Was ja, das ist einfach eigentlich. Ich habe nur einen Stürmer und mit einem Stürmer ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Dann hast du einen gesperrten, wichtigen Spieler, den Ramsauer. Und das ist einfach so. Und
in der Saison haben sie viele Spieler verloren, was einer verletzt, einer hat aufgehört, aus disziplinarischen Gründen. Aber ich kann nur mit denen arbeiten, das was da ist. Und die Spieler, was du dann bringen kannst, die sind einfach nicht so weit für die Liga. Das ist einfach so. Die sind einfach nicht Liga reif oder tauglich, wie man auch gesagt hat. Ziel für die Unterliga, weil ich kann sagen, ich will aufsteigen, aber planen Nein. ist das schwer. Das, wenn man sagt, man will aufsteigen oder man kann aufsteigen, das ist immer viel Glück. Aufsteigen ist nur mit Glück. Und unser Ziel ist, vorhin mitspielen und ein kompaktes Team bilden für die nächsten paar Jahre. Dann sage ich danke, wünsche heute noch einen schönen Abend. Wird ein bisschen gefeiert trotzdem? Ja, die Jungs werden schon feiern. Ich werde nicht so viel feiern, weil mit dem Bisgriffen ist gleich weiter. Darf man nicht so viel trinken. Das ist absolut richtig. Samu, ein 0:3 gegen eine starke Delaha-Mannschaft. Man hat gewusst, dass das schwer wird. Aus deiner Sicht, warum hat man heuer überhaupt zu Hause nicht so eine Stärke entwickeln können, wie man sie früher vielleicht schon einmal gehabt hat? Man ist ja das schlechteste Heimteam. Das weiß ich auch nicht genau, weil normal waren wir immer heimstark, weil wir immer genug Zuschauer haben. Wirklich, muss ich echt lassen, obwohl wir daheim immer geschittet haben, Zuschauer haben wir immer genug. Ne? Ja. Sag einmal, du hast gesagt, du willst vielleicht aufhören. Ich habe aber gehört, du hast bei deiner Frau schon ein Sonderansuchen gestellt, noch ein Jahr anhängen zu dürfen. Was ist jetzt da? Butter bei den Fischen, das wollen alle Leute wissen. Spielt der Samu noch ein Jahr oder nicht? Das werden wir heute sehen. Heute haben wir alles fest und dann schauen wir weiter. Dann spiele ich noch die Europiada und nachher schauen wir wirklich weiter. Ich bin beruflich sehr verhindert und so und Alter ist auch da. Aber wenn ich anhänge, dann nur bis Winter, weil Wintervorbereitung mache ich keine mehr. Ist deine Frau heute auch am Fest? Nein, sie muss leider arbeiten. Heute habe ich richtig Ausgang. Ja. Okay. Heute kann Gräber werden. Der Trainer will die unbedingt halten. Der hat gesagt, er wird da mit deiner Frau reden. Was müsst ihr denn tun, dass der Samu Olib sagt, die wenigstens den Herbst hänge ich noch einmal an? Ich habe gesagt, zwei Spieler, die müssen bleiben, nachher hänge ich auch dran. Einer ist schon fix angeblich und okay. Den zweiten schauen wir. Aber es geht sich hauptsächlich. Ich meine, körperlich, der Bock ist schon noch, aber es geht sich um beruflich und ich habe eine Tochter und das sehe ich einmal in der Woche. Aber das Zweite ist, wenn ich Fußball aufhöre, dann will ich mehr arbeiten und bin ja auch nicht daheim, deswegen wahrscheinlich werde ich noch ein halbes Jahr anhängen. Ne? Wenn wir noch entscheiden, das ist an der Kippe, sagen wir so. Dann sage ich danke, Samu, dass du hergekommen bist. Wünsche dir heute noch einen schönen Abend. Danke. Und ich freue mich schon auf die nächste Übertragung aus St. Michael. Passt. Ciao, bitte. Ciao. Ich sage gerne wieder danke fürs Zuschauen, dem Ernst Karl Langner, dass er uns die tollen Bilder geliefert hat. Wir sehen uns spätestens hoffentlich am Mittwoch 18.30 Uhr ASK gegen Artus Ferlach. Und dann am Sonntag KFV Villacher Bier Cup Finale, zweites Spiel, Köttmannsdorf gegen Gmünd. Ich wünsche euch heute auch noch einen schönen Abend, wenn ihr in der Nähe seid. Kommt vorbei da in St. Michael, jetzt kommt der Ernstl noch. Schau, Ernst, dein Mikro. Also. Viert euch, danke, dass ihr alle so brav zugeschaut habt und am danke. Mittwoch und dann Cupfinale am Sonntag. 19. Gell? Ja, passt. Baba, ciao. Ciao. Schönen Abend.